Hallo und herzlich willkommen zum vierten Mal Derby 2.0. Dann lassen wir das Spiel beginnen, wenn wir denn wollen. So, und dann haben wir's. Dann läuft jetzt. Fürth im Angriff aktuell. Oh, ein guter Pass in dem Moment. Und das ist eine Riesenchance, das ist das 1:0 für Fürth. Und das ist jetzt schön kombiniert. In der Mitte steht noch einer frei und der kann es jetzt machen. 4:0. Und zurückgelegt. Und da hat man natürlich überhaupt nichts mehr zu tun. Und damit ist die Partie rum und aus. Die erste Kontermöglichkeit, langer Ball auf Ishak. Ganz unten läuft er mit. Jetzt wenn die Flanke vielleicht reinkommt, aber ein Foulspiel oben. Dementsprechend vielleicht die Möglichkeit nach dem Standard irgendwie erfolgreich zu werden. Und Rot. Ja, jetzt muss er Gas geben. Lauf, Junge. Mein Gott, aber da ist es. Jetzt wieder Behrens, da merkt man die Lücke mit der roten Karte. Und dann der Abschluss. Tor! 2:0. Nochmal die nächste Möglichkeit, wieder Kubo. Oh, nächstes wunderschönes Dribbling, gute Flanke und dann ist er drin. 4:0. Und das war's. Da sich jetzt so nicht mehr als Tor. Ja. Das 2:0. Und jetzt aber die Vierte mit dem ersten Schuss. Oh, und jetzt die Vierte mit viel Platz. Ist richtig schön gespielt und. Und damit ist es vorbei. 4:0. Jetzt mal viel Platz für Keteruel. Der schießt doch und was für ein Ding! So, nochmal die Möglichkeit für den Club über Kerk. Und es gibt Elfmeter und Sebastian Kerk wird ihn für den Club ausführen. Dann ist natürlich noch alles drin. Eine Viertelstunde noch zu spielen. Burchard versucht, ihn zu verunsichern. Und irgendwie, auch wenn Kerk dasteht, ist man sich in Nürnberg noch nicht sicher, wer schießen will. Kerk läuft an. Oh, was für eine Parade! Und da haben wir den Derby-Sieg, der jetzt schon feststeht, nach dem fünften Spiel. Uneinholbar, 4:1. Jetzt erstmal aufpassen, Behrens! Ist das stark! Und damit ist es amtlich, das 2:4 in der Gesamtwertung. Und die Vierter marschieren, haben wieder die Möglichkeit. Und diesmal zählt er. Ishak über links. Jetzt legt er ihn gut zurück. Leeres Tor. Und was machen die da für ein Ding? Aber jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit. Dann wird es nochmal interessant hier. Immer noch der Ball heiß. Und da ist er, der Anschlusstreffer. Da ist er nochmal. Und just in dem Moment, wo dann auch geklärt ist, ist der Schlusspfiff da. Also, der SFC Nürnberg gewinnt diese letzte Partie. Und da ist er, der Konfetti-Regen.